Und schon geht es weiter. In dieser Einheit des Kurses Gratis Online Lernen dreht es sich um das Lernen mit anderen. Selber lernen heißt ja nicht, dass man nicht auch von und mit anderen lernen kann. Gemeinsam macht es ja doch mehr Spaß. In dieser Einheit möchten wir einige Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens im Web vorstellen. Zwei wesentliche Formen des gemeinsamen Lernens gibt es dabei zu unterscheiden. Zum einen kann man sich mit anderen austauschen. Zum anderen kann man mit anderen im Web etwas Gemeinsames schaffen. In diesem Video möchten wir einige Möglichkeiten kurz vorstellen. Miteinander und voneinander lernen kann man beispielsweise bei Frage-Antwort-Plattformen. Hier werden Fragen gestellt, die andere beantworten. Das ist durchaus sehr hilfreich, wenn man nicht auf Anhieb eine Antwort selbst im Internet gefunden hat oder sich auch nicht sicher ist. Auch Diskussionsforen stellen eine Möglichkeit dar, sich auf einer Webseite miteinander auszutauschen. Natürlich kann es hier länger dauern, bis man Antwort bekommt, wenn die Webseite nicht oft besucht wird. Schauen Sie also nach, wann die letzten Antworten gegeben wurden, dann bekommen Sie schnell ein Gefühl dafür, ob es sich um eine aktive Gruppe handelt. Schnelle Unterstützung erhält man häufig in Gruppen, in sozialen Netzwerken wie beispielsweise Facebook oder Google ⁇ und eine besonders gute Form, sich auszutauschen, stellt ein Gespräch mit einer Videochat-Software dar. Als bekanntestes Beispiel kann hier wohl Skype genannt werden. Diese gibt es auch kostenlos. Nur benötigt man dazu zumindest ein Mikrofon und gut wäre auch eine Kamera. In Smartphones, Tablets und Laptops sind diese jedoch in der Regel bereits eingebaut. Gemeinsam können auch Webseiten bearbeitet werden. Die Wikitechnologie wird häufig für das gemeinsame Arbeiten eingesetzt. Webseiten können mit der Wikitechnologie sehr einfach erstellt und bearbeitet werden. Das Nachschlagewerk Wikipedia beruht auf dieser Technologie. Weitere Werkzeuge und einzelne Anwendungen stellen wir im Begleitmaterial vor. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das ein oder andere einfach ausprobieren. Es ist einfacher, als es sich vielleicht anhört. Mit anderen zu lernen ist jedoch nicht immer leicht. Zum einen muss dazu jede Mitmacherin und jeder Mitmacher die Technik kennen und beherrschen und die Technik selber muss natürlich mitspielen. Dann ist das gemeinsame Lernen im Web nicht ganz so einfach, weil man die anderen ja nicht immer kennt. Zudem sind sie häufig anonym im Web. Man weiß nicht genau, wer dahinter steckt. Das führt auch dazu, dass man leider damit rechnen muss, dass sich die anderen Lernenden nicht mehr melden. Dann ist es natürlich oft unangenehm, wenn man warten muss, bis man eine Antwort erhält. Die zeitliche Verzögerung ist nur beim Videochat kein richtiges Problem. Und wer schon versucht hat, mit anderen zu lernen, weiß, dass es leider auch noch andere Schwierigkeiten gibt. Die Sprache selbst ist nur eine davon. Damit also das gemeinsame Lernen gut klappt, gibt es drei erste Regeln. Erstens, bevor man mit seinem Anliegen herausplatzt, ist es gut, sich eine Webseite oder eine Plattform erst einmal anzusehen? Wie funktioniert sie eigentlich? Wie läuft die Unterhaltung? Gibt es ein Archiv für bereits gestellte Fragen? Zweitens, es ist auch freundlich, wenn man erst einmal schaut, ob andere Ähnliches wissen wollen. Vielleicht wurde genau die gleiche Frage schon einmal gestellt. Da wäre es natürlich dann unangebracht, wenn Sie diese Frage gleich nochmal stellen. Und unhöflich ist es auch. Und dann... Drittens, wie immer, wenn man irgendwo neu ist, dient es der Sache, allgemein freundlich zu sein. Aber das wissen Sie selbst ja auch. Soviel also zur sechsten Einheit des Kurses gratis Online Lernen. In der siebten Einheit werden Sie kennenlernen, wie Sie selbst Lernmaterialien produzieren, veröffentlichen und teilen.